zum anderen alternativen Ende. Diesmal wird Demichev getötet und mal gucken, ob Barisov uns, ob Barisov dann will, dass wir immer noch in die Vergangenheit reisen und uns selbst töten. Mein Gott, er ist tot! Ja. Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet! Toll! Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Ja, okay, ich muss in die Vergangenheit. Ja, machen wir das doch. Gibt's auch nur zwei alternative Enden. Drei. Tja. Okay. Mal gucken. Sind wir bestimmt noch munter lustig durch. Ja, nochmal über die Insel rennen. Oder komme ich genau zu dem Zeitpunkt wieder an? Ja, nö. Da bin ich. Jo, und damit habe ich mich selbst umgebracht. Tja, und sterbe hier jetzt natürlich auch. Und das war dann das andere alternative Ende. Hammer 2-1, Red Fleet. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts! Militärische Aufklärung! Was für ein Witz! Hammer 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten! Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen! Aha. Hammer 2-1, Hammer 2-1, falscher Alarm, wiederum. Och nee, Leute. Ole, falscher Alarm, Ihre Mission wird abgeblasen, drehen Sie um. Ha, was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes. Stimmt's, Kamerad? Da haben wir Barisov mit dem ZMG. Ja, aber anscheinend konnten wir uns daran erinnern, aber wir haben auf unsere linke Hand geguckt, dass und anscheinend nach dem ZMG gesucht. Naja. Okay. Das andere alternative Ende. Tja. Passiert hier jetzt was anderes? Nein. Okay. Dann nochmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Let's Play.